Und das ist, was diese also nicht demokratische Regime machen mit Menschen. Also sie versuchen, dich in diese Isolation zu bringen, sodass du dich sehr einsam und sehr isoliert fühlst. Und Literatur und genau Poesie machen das Gegenteil. Sie zeigen dir, also wenn ich ein Gedicht lese, ich fühle sofort diese Verbindung mit anderen Menschen, mit der Autorin, mit der Natur, der Kraft von Poesie und für Literatur insgesamt. Das bewährt und das schützt uns von dieser Isolation. Ich habe auch noch an was anderes gedacht, also gerade wenn man an Zeiten der Unterdrückung denkt. Ich habe gesagt, Goebbels zum Beispiel mochte ja auch ganz gerne Literatur. Er hat sich aber gleichzeitig auch große Mühe gegeben, bestimmte Literatur nicht lesbar zu machen, zu verbieten, aus dem öffentlichen Bewusstsein zu rücken. Das heißt, es gibt ja schon immer diese Vorstellung, gerade auch zum Beispiel in totalitären Regimen, dass es, dass Literatur etwas auslösen kann in den Leserinnen und Lesern, was es lieber nicht sollte. Ich glaube, ich war ein ganz einsames Kind und hat viel Zeit allein verbracht. Und ich glaube, das hängt auch davon, dass ich die Erwachsenen oder die Menschen nicht wirklich vertrauen konnte oder lernte. Und deshalb Natur war für mich wie eine Rettung, weil ich wusste, dass die Natur verrät mich nicht. Ganz am Anfang habe ich mal von Rilkes Luineser Elegien erwähnt, die mir irgendwie für mich unglaublich interessant darin waren, den Weg in der eigenen Existenz zu finden, wenn man so will. Da gibt es diese wunderbare Stelle, wo es über die Welt heißt und über die Menschen uns überfüllt, wir ordnen es, es zerfällt, wir ordnen es wieder und zerfallen selbst. Das sind so Zeilen, über die ich irgendwie oft nachgedacht habe und in der ich oft die Spuren der eigenen Existenz gesehen habe. Willkommen bei True Story Time. Ich bin Daniela Biel, Journalistin und Pressereferentin beim Penn Zentrum Deutschland. Und wir sprechen hier regelmäßig über Autoren und Bücher aus aller Welt oder wie heute über Poesie und das Lesen. Meine Gäste sind Volja Hapewa und Christine Knopp. Volja Hapewa, 1982 in Belarus geboren, ist Lyrikerin, Übersetzerin und promovierte Linguistin. Sie war auch Stipendiatin bei uns im Writers in Exile Programm und hat letztes Jahr mit ihrem Essay Die Verteidigung der Poesie in Zeiten des dauernden Exils den Wortmeldung Literaturpreis für kritische Kurztexte gewonnen. Und Christine Knopp ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik und forscht an der Schnittstelle zwischen Neuro- und Literaturwissenschaft, unter anderem in einem Bereich, der sich so schön Neurokognitionspoetik nennt. In diesem Sinne, herzlich willkommen und schön, dass ihr bei uns seid. Ja, vielen Dank. Wir freuen uns, glaube ich, beide auch sehr über die Gelegenheit. Ja, sehr. Vielen Dank für die Einladung. Gerne, ja. Weil es heute ganz viel um Poesie und auch ein bisschen um das Lesen gehen soll, würde ich sagen, springen wir doch einfach erstmal rein in ein Gedicht. Ich glaube, du hast uns eins mitgebracht, Volja. Ja, gerne. Kaliptuschka zlataya z haliny dreva. Wenn ein Vogel fortfliegt von einem Ast, bewegt sich der Ast noch eine Minute als Erinnerung an sein Dasein. Du schreibst auf eigene Hoffnung, ich lese auf eigene Gefahr. Danke für Roberto Juarez und den Jasmin-Tee. Alles zu erklären, zu beweisen, zu sprechen, immer beschäftigt zu sein, zehrt auf. In einer Wohnung ohne Türen tropft ein Wasserhahn. Ich stelle mir vor, es sei eine Wanduhr, um nicht verrückt zu werden. Und ich bete, liebe Wörter, bewahrt uns vor dem Dunkel. Aber was, wenn im Dunkel auch ein Gedicht wohnt? Einsam und klein, aber schon Gedicht. Ich halte ihm meinen Bleistift hin. Auf eigene Gefahr, auf eigene Hoffnung. Wenn ein Vogel von einem Ast fliegt, bleibt die Bewegung. Ja, vielen Dank für das schöne Gedicht. Und für die Bewegung rein in den Podcast. Ich will das Gedicht jetzt auch gar nicht wie im Deutschunterricht so auseinanderpflücken, aber ein bisschen neugierig bin ich schon. Warum hast du uns das Gedicht mitgebracht? Was bedeutet dir das? Das ist ein ganz neues Gedicht, relativ neu. Und ich habe das apropos für Rainer Kunze geschrieben als Hommage oder so für seine 90 Jahre Jubiläum sozusagen. Und weil ich glaube, das steckt so vielen
viele Gedanken dorthin, was auch Poesie angeht. Und zum Beispiel erste Zeile, das ist auf Belarussisch, und dann zweite Zeile, also Übersetzung oder dieselbe Zeile auch auf Deutsch. Und das spiegelt auch, wie ich jetzt arbeite oder also was für mich jetzt diese sprachliche Situation ist, dass ich nicht nur auf Belarussisch, sondern auch auf Deutsch schreibe. Ja, und dann diese, wie wichtig für mich auch andere Dichter, Lyriker, Lyrikerinnen, die mit vielleicht ähnlichen Problemen in ihrem Leben, wie sagt man, diese Probleme getroffen haben oder einfach hatten. Und dann, dass ich auch in ihrer Poesie etwas für mich gefunden habe, das mich unterstützt hat. Wie ist das denn bei Ihnen, Frau Knopp? Was bedeutet Ihnen die Poesie oder Literatur im Allgemeinen? Und gab es da mal ein Buch oder Gedicht, das Sie besonders verschlungen haben? Ich bin tatsächlich Literaturwissenschaftlerin geworden, weil mich Literatur so oft auf diese Weise sozusagen erfasst hat und weil ich so viele Bücher hatte, die mich in so extremer Weise geprägt haben irgendwie. Und dieser Moment der quasi Epiphanie, den man hat, wenn man ein Buch liest, was einen besonders ergreift, das war tatsächlich so für mich die Initialzündung, warum ich überhaupt Literaturwissenschaftlerin geworden bin. Also zu den Texten, die mich, also es gibt so viele, die mich in extremer Weise beeinflusst haben. Rilkes Lyrik war extrem wichtig für mich, gerade die Duineser Elegien haben mich immer extrem bewegt. Ich habe viel Kafka, hat mich sehr, sehr stark, hat mich sehr stark beeinflusst. Aber auch jetzt in jüngerer Zeit Texte, Rachel Cusks A Life's Work zum Beispiel, war für mich ein echter Eindruck, wenn es um die Frage ging, sozusagen um das Muttersein, Mutterwerden, so Momente im Leben, ne, die von Literatur begleitet und kommentiert werden und einen dann in besonderer Weise beeinflussen. Und zuletzt, manchmal kommen auch Sachen wieder. Kannte zum Beispiel natürlich schon lange Dylan Thomas' Do Not Go Gentle Into That Good Night, natürlich ein Klassiker der Lyrik. Zuletzt hat ein Student von mir darüber eine Hausarbeit geschrieben. Und als ich mich da wieder damit beschäftigt habe, hat es für mich eine völlig neue Bedeutung angenommen. Ne, dieser Aspekt von Literatur, wo man manchmal wieder liest und plötzlich ist es anders als zuvor. Ich habe das Gefühl, ich habe dieses Gedicht in den letzten 2 Wochen 40 Mal gelesen, weil es plötzlich mich in eine Weise berührt, die vorher nie da war, obwohl ich es schon kannte. Also ja, diese Art der Erfahrung hat in meinem Leben eine extrem große Rolle gespielt. Mhm. Weil Sie gerade gesagt haben, dass Literatur einen begleitet. Was denkt ihr denn, wie sähe unsere Welt aus, wenn uns Literatur oder Poesie noch viel öfter zufällig im Alltag begegnen würde? Ich denke, es wäre schön sein. Und gerade, also immer versuchte ich, Poesie näher zu bringen zu Menschen im Alltagsleben, weil, ja, also meistens bin ich Lyrikerin oder ich denke über mich selbst als Lyrikerin, obwohl ich auch Prosatexte schreibe und so weiter und so fort. Aber das war immer für mich wichtig zu zeigen, dass es gibt so viel Potenzial und Kraft und also alles, man kann alles in Poesie finden. Aber immer höre bis zum heute, bis zum letzten Lesung, das ich in Potsdam hatte, also es gab irgendwelche Ängste, dass vielleicht mit dem Lyrik kann man nicht so viel Publikum ziehen sozusagen und dann zum Beispiel fangen sie an oder sagen, okay, diese Autorin, sie schreibt auch Romane und das ist auch also ein bisschen, okay, also es ist nicht genug, nur Lyrik zu schreiben. Und ich weiß, dass dieses Problem ist nicht nur für mich, also viele Autorinnen, die spezialisieren sich sozusagen auf Lyrik, haben dieses Problem, dass oft werden sie nachgefragt, okay, vielleicht jetzt schreiben sie einen Roman. Andererseits, ich denke, dass vielleicht es hat etwas zu tun mit auch Kultur, weil zum Beispiel in Japan diese Form von Haikus, also ganz offen, ganz berühmt und sogar die einfachen Menschen ab und zu schreiben Haikus, also für sich selbst, nicht für Publikationen oder so. Aber ich zweifle, dass hier in Deutschland oder in Belarus
ja, einfache Menschen so einfach zu Lyrik gehen und dann denken, okay, jetzt ist es Herbst, vielleicht schreibe ich ein Gedicht heute. Ich denke, wäre nicht schlecht. Und ja, die zweite Sache ist, deshalb, ich denke, es ist sehr, sehr wichtig, wenn wir solche Projekte haben, wenn wir Lyrik dann irgendwo in unser Alltagsleben sehen können, wie zum Beispiel in Düsseldorf, ja. Ich glaube, Penzentrum, ja, hat das gemacht mit die Zitaten oder Zeilen aus den Gedichten, klebt man oder hat man auf die Fenster geklebt und dann Menschen konnten so einfach statt Werbung vielleicht ein paar Zeile von Gedichten lesen. Genau, das klebt in den Bahnen dort. Genau, kleben Gedichte von dir tatsächlich, Volja, von Heinrich Heine und noch ein paar von unseren anderen Writers in Exile Stipendiaten, genau. Oder anderes Projekt von Matthias Göritz, der machte mit Poesieautomaten und das war in Graz, in Leipzig, alte Automaten für Kondome oder Kaugummi oder Tic-Tacs oder so etwas. Und sie haben das mit Gedichten in Schachtel gestellt und kann man dann eine Münze werfen und dann bekommst du ein Gedicht. Und das finde ich auch sehr, sehr toll und spannend. Ich denke, es gibt auch einen ganz interessanten Trend, könnte man sagen, jetzt. Und das ist natürlich die Lyrik, die auf Instagram publiziert wird. Und die Literaturwissenschaft höhnt ja gerne, dass dann die Leute, die dort publizieren, unoriginelle Texte schreiben und so weiter. Aber grundsätzlich, jetzt mal abgesehen davon, dass das, glaube ich, auch nicht durch die Bank stimmt, ne? Auch wenn es sicher auch unoriginellere Vertreterinnen und Vertreter da gibt. Aber grundsätzlich ist es, finde ich, eine großartige Möglichkeit, nicht wahr? Also, dass jemand sozusagen seinen Instagram-Feed aufmacht und da ist Lyrik. Und gerade das Gedicht hat natürlich da unglaubliche Möglichkeiten, weil es natürlich kurz ist, weil es irgendwie handlich ist, weil es irgendwie eine Idee gibt, einen Eindruck, eine Miniatur von einem Gefühl oder von einer Erfahrung, die man einfach so im Alltag haben kann und genau eben nicht 200 Seiten Roman lesen muss. Das heißt eigentlich im Grunde ein Versprechen von Eindruck sozusagen, was man sonst gar nicht so leicht bekommen kann. Und ich meine, ich denke, die ganz große Kraft von Literatur generell und von Lyrik sicher auch im Speziellen ist natürlich, dass sie einem ja schlaglichtartig neue Perspektiven eröffnet auf die Welt. Auch der gleiche Text, wenn man ihn mehrmals liest oder in anderen Momenten im eigenen Leben liest. Man muss die Perspektiven ja gar nicht übernehmen, aber man sieht sie. Und ich glaube, gerade in unseren doch oft sehr aufgeregten und empörten Zeiten wäre das eigentlich eine große Bereicherung, wenn die Leute mehr zu tun hätten mit etwas, was einem Möglichkeiten der Perspektivübernahme eröffnet. Möglichkeiten, Dinge anders zu sehen, andere Perspektiven zu sehen und gelten zu lassen, was ja Literatur einzigartig kann. Wie ist das denn, wenn man dann auf so ein Gedicht zum Beispiel bei Instagram oder in einem Poesieautomaten stößt? Wie ist das mit dem Lesen? Ich glaube, wir sind uns oft gar nicht bewusst, was sich da für komplexe Vorgänge im Gehirn abspielen. Was passiert da genau? Also ganz genau, ich glaube, ich würde es mal sozusagen ein bisschen runterbrechen, weil es ist eine extreme Kaskade von tatsächlichen kognitiven Prozessen, die sich abspielt. Lesen ist ein sehr, sehr, sehr komplexer, kognitiv sehr komplexer Prozess. Und was auch wirklich für den Menschen ein Alleinstellungsmerkmal ist, muss man wirklich sagen. Generell kann man sagen, zunächst, wenn man einen Text liest, da sind ja Buchstaben auf einem Blatt Papier oder auf einem Bildschirm oder man hört was, wenn es ein Audiobuch ist. Und man nimmt zunächst mal, sage ich jetzt mal, die Oberflächenstruktur des Textes wahr. Das heißt, man sieht die Buchstaben, wenn man liest, man hört den Klang, verarbeitet also den Text erstmal visuell und auditiv. Und das Interessante ist, dass selbst wenn Sie selber lesen, also Sie sitzen da und lesen Ihr Buch, wird trotzdem in Ihrem Kopf eine phonologische Repräsentation von dem Gelesenen erstellt. Das heißt, das Auditive spielt immer eine Rolle. Sie hören quasi eine innere Stimme, die Ihnen Literatur vorliest. Und je mehr Leute von Literatur, ich will gar nicht sagen verstehen, je mehr Menschen Literatur lesen, desto stärker ist der Effekt von dieser phonologischen Repräsentation im Gehirn. Und in diesem ersten Prozess werden natürlich erstmal, sage ich jetzt mal, die Zeichen entziffert, Wörter, die erkannt werden, werden mit ihren Repräsentationen in ihrem
mentalen Lexikon, wenn man so will, verbunden. Das heißt, sie überlegen sich, was bedeutet das denn? Was verbinde ich damit? Das ist erstmal zunächst an das Wort geknüpft. Also sie lesen beispielsweise das Wort Baum oder das Wort Zweig, jetzt wenn wir zurückdenken an das Gedicht am Anfang. Und dann verbinden sie das mit etwas in ihrem eigenen mentalen Lexikon. Sie identifizieren, um wen geht's, also welche Referenten sind da und was passiert, also welche Propositionen haben wir da. Also das heißt beispielsweise der Vogel fliegt vom Zweig ab und der Zweig bewegt sich noch nach. Das wird identifiziert und verknüpft und sie erstellen so nach und nach ein mentales Modell des Dargestellten. Und dieses mentale Modell ist aber immer und ohne, dass sie es verhindern können, informiert von dem, was sie schon an Wissen oder an Hintergrundinformationen als Lesende haben. Gar nicht mal nur Wissen über Literatur, sondern einfach Weltwissen. Das heißt, ihre Vorstellungen von Bäumen und Vögeln spielen genauso rein wie ihre Vorstellungen von Lyrik. All das sozusagen ergänzt das, was sie sich da mental erstellen. Dazu gehört auch sowas wie die Erkennung des Texttyps. Zum Beispiel, dass sie sagen, das ist in Versen, das ist ein Gedicht oder das ist ein Roman, das ist nicht wirklich passiert, wäre dann die Schlussfolgerung. Oder das ist alte Sprache, der Text ist also alt, deshalb werden beispielsweise bestimmte Gruppen, Frauen beispielsweise, im Text anders dargestellt als heute. All diese Sachen, diese Informationen werden da integriert. Zugleich, und das ist ganz, ganz wichtig, das Gehirn ist eine Vorhersagemaschine. Das heißt, während Sie lesen, werden Erwartungen für den weiteren Textverlauf aufgestellt im Gehirn. Und dann werden die natürlich enttäuscht vom Text oder sie werden bestätigt. Das sind Erwartungen, die teilweise einfach syntaktisch sind. Ihr Gehirn hat bestimmte Vorstellungen, wie der Satz wahrscheinlich ausgeht, die immer konkreter werden, je näher Sie zum Satzende kommen. Aber es sind natürlich auch inhaltliche Erwartungen, die sie haben. Und wenn die dann bestätigt oder enttäuscht werden, führt das natürlich wieder, wird das sofort von ihrem Gehirn wieder aufgenommen, um neue Annahmen zu kreieren über das, was noch kommt, innerhalb des Textes, den sie gerade lesen und innerhalb aller zukünftigen Texte, die sie lesen werden. Und gleichzeitig adjustieren sie ihr mentales Modell, was sie vorher hatten. Beispielsweise sie lesen ein Gedicht und sie sind überrascht von einer Wendung, von einer Möglichkeit. Hinterher ist ihr Bild von dem, was ein Gedicht ist, nicht mehr das gleiche wie vorher, sondern ist ergänzt um diese neue Information. Und dazu kommen dann natürlich hinterher noch starke, kommen zunächst während des Lesens starke emotionale Reaktionen und dann ein bisschen zeitverzögert andere Dinge, Geschmacksurteile, weiterführende evaluative Urteile, wie das war ja originell, das war langweilig, das macht ja nur Goethe nach, das war stilistisch interessant, was auch immer es ist, was sie da rausziehen. Und dann können Sie natürlich sogar einen weiteren Schritt, wenn Sie das möchten, interpretieren, auseinandernehmen, sozusagen vergleichen mit anderen Sachen. Das sind dann nochmal weiterführende Schritte. Und ganz häufig sind gerade diese evaluativen Urteile, die Sie haben, über einen Text, sind Dinge, die nach einer gewissen Menge des Lesens entstehen. Das heißt, es ist durchaus möglich, dass Ihre Reaktion während des Lesens ganz stark ist und hinterher sagen Sie aber trotzdem, also das war eigentlich nicht originell. Ne? Wir haben ganz häufig so ein Klassiker, wäre beispielsweise, dass Leute bei sehr stark emotionalen Texten zum Beispiel eine Gänsehaut kriegen, aber hinterher sagen sie, Mensch, war das pathetisch, möchte ich trotzdem nicht mehr lesen. Das heißt, es gibt sozusagen ganze Ebenen von Erfahrungen, die da stattfinden und dann Integrationsprozesse, wie wir das versuchen, mit dem zu verbinden, was wir wissen, was wir kennen, was wir als nächstes lesen wollen. Das klingt tatsächlich unheimlich spannend und vielschichtig, weil Sie gerade die Emotionen auch angesprochen haben. Da wollte ich nochmal nachhaken. Ich habe mal gelernt und ich weiß gar nicht, ob das so stimmt, dass wenn man liest, die Emotionen tatsächlich so stark sind, wie wenn man eine Situation selbst erleben würde. Ist das so? Ja, also lesen kann man sagen, ist wirklich ein Selbsterleben eigentlich einfach. Es gibt natürlich Erfahrungen, ich sag mal in der Realität, die einen emotionalen Extremzustand auslösen, der durch Literatur schwer abgebildet werden kann, sage ich mal. Es gibt natürlich so emotionale Extremsituationen im Leben. Häufig sind das fürchterliche Erlebnisse, muss man sagen. Auf eine Weise den Menschen emotional mitnehmen, die Literatur im Normalfall, sage ich jetzt mal, nicht erreicht. Aber das sind wirklich auch so Ausreißer, sage ich jetzt mal. Ansonsten, ja, auf jeden Fall. Also Literatur ist emotional extrem stark und erlaubt einem vor allem auch, sich in Emotionen hineinzubegeben, die man versuchen würde, im Alltag zu vermeiden oder denen man versuchen würde, auszuweichen. Also wir suchen ja manchmal tatsächlich Literatur auf, die beispielsweise traurig ist oder aufwühlend, in irgendeiner Weise ärgerlich, die wir im Alltag uns nicht suchen würden. Und diese Emotionen erleben wir absichtlich in Literatur. Und was ganz interessant ist, sobald sich Ereignisse ein wenig von uns wegbewegen, sind sie oft in der Literatur bewegender, in unserem Literaturerleben bewegender als in der Realität. Also das Beispiel, was empirische Literaturforscher gerne bringen, ist,
Wenn Anna Karenina stirbt, bewegt das die Tolstoi-Leser sehr viel mehr, als wenn die Nachbarin stirbt. Und das klingt erstmal ein bisschen grausam, aber tatsächlich ist einfach, weil die sozusagen die Nähe anders ist. Zwar kennt man die Nachbarin, man weiß, sie ist ein wirklicher Mensch und es tut einem sehr leid für sie. Also man hat sozusagen Mitgefühl. Aber dieses ich gehe rein, ich erlebe mit, ich gebe meine Emotionen an eine Situation, die ist sehr, sehr, sehr stark bei Literatur und führt tatsächlich dazu, dass wir oft Emotionen empfinden, die tatsächlich über das hinausgehen, was wir in Alltagssituationen haben, wo wir eher die Emotionen sozusagen kontextualisieren, sage ich mal. Es sei denn, sie betreffen uns wirklich hochpersönlich. Also es ist natürlich, die Nachbarin ist was anderes wie ein eigenes Familienmitglied beispielsweise. Das so zu hören, wie klingt das denn für dich als Schreibende, Volja? Ja, das klingt auch sehr spannend und ich auch, also als Linguistik also studiert habe und das ist meine Leidenschaft und ich habe mich auch immer interessiert für diese neurokognitiven Aspekten und ja, wäre auch glücklich, wenn ich so etwas wieder machen könnte. was Christina gesagt hat, über die Bücher oder was Erwartungen als Leser, Leserinnen haben, ich glaube, das könnten wirklich, vielleicht machen sie das schon, also Buchmarket schon benutzt, also ja, oder wie man Rezensionen schreibt. Es gibt so viel auch dort Potenzial auch für, wie man kann Bücher ja besser verkaufen oder, I don't know, Promotion zu machen. Die andere Sache, ja, über diese Emotionen, die wir fühlen, ich habe auch immer gedacht, also meine Idee war, dass vielleicht, wenn wir früher mit Kindern zum Beispiel arbeiten könnten, desto einfacher es wird für sie dann später, sagen wir, mit Lyrik umgehen oder Mitgefühl, also so früh wie möglich in eine Person herauszubringen, weil ich glaube, es die Sache, ob als Leserin ich ja so viel Trauer fühle über Anna Kareninas Tod, vielleicht das hängt auch davon, wie empathisch ich bin selbst. Ja, was ich meine, dass vielleicht auch dieses Niveau von Empathie, die Menschen haben, das ist auch anders bei allen. Und deshalb, also manche können wirklich weinen, wenn sie eine Zeile lesen und andere fühlen überhaupt nichts. Also es gibt auf jeden Fall Forschung langsam, tentativ ein bisschen dazu und es sollte noch viel mehr geben, glaube ich, zu der Frage, welche Persönlichkeitsvariablen eine Rolle spielen dabei, wie Leute Lyrik verarbeiten, auch darüber, wer welches Genre wählt. Ne? Also dass man sagt, es gibt eine bestimmte Gruppe von Leuten, die besonders dazu neigt, Lyrik zu lesen, zum Beispiel statt Romanen. Oder gibt es Menschen, die sozusagen besonders häufig Literaturleser sind oder Literaturleserinnen. Das ist jetzt sozusagen so gerade am Anfang ganz häufig beschäftigen die sich dann mit so typischen Persönlichkeitsmarkern, mit denen die Psychologie arbeitet. Zum Beispiel hat jetzt eine Studie gerade in Arbeit, über die ich gerade am Wochenende bei einer Konferenz gehört habe, die festgestellt hat, dass Leute, die zum stärkeren Neurotizismus neigen, gerne Lyrik mögen. Das war für mich vergnüglich, weil ich selber gerne Lyrik mag, mich aber bisher gar nicht für neurotisch gehalten habe. Aber man weiß ja nie. Genau, also da gibt es sozusagen natürlich Fragen zu Persönlichkeitsvariablen. Ich glaube aber, dass man grundsätzlich gar nicht auch davon reden kann, ob jemand Lyrik mag oder nicht. Denn es gibt ja Lyrik, die sehr, ich sag mal, vorhersehbar ist oder in einer Weise versöhnlich ist, dass man schon weiß, was kommt. Wenn man jetzt zum Beispiel an deutsche oder französische romantische Lyrik denkt, muss man sagen, das ist alles sehr erwartbar, was da zu einem kommt. Während es natürlich sehr viel moderne Lyrik gibt, die sowohl formal als auch gedanklich, glaube ich, zum Beispiel eine große Offenheit für Erfahrungen, was ja auch so ein typischer Persönlichkeitsmarker ist, erwartet oder erfordert und sehr wenig diesen sogenannten Need for Closure bedient, also dieses Bedürfnis, dass am Ende alles ordentlich abgeschlossen ist und wir wissen, was da los war. Also ich glaube, man muss wahrscheinlich auch da sozusagen in dieser Art von Forschung, und da sind wir wirklich echt noch am Anfang, nochmal ganz genau unterscheiden, mit was für einer Art von Lyrik habe ich es hier zu tun, weil Gedicht ist ja nicht gleich Gedicht. Also die haben zwar, glaube ich, so eine Art von Qualität, die es erlaubt, quasi in einem Miniaturformat emotionale und kognitive Prozesse in besonderer Weise zu triggern, aber wie sie das genau machen,
machen und bei wem sie es wie machen, ist, glaube ich, würde ich annehmen, sehr abhängig vom Typ der Lyrik, die wir lesen. Ja, Sie haben total recht, weil Lyrik auch so vielfältig ist. Wirklich, es ist interessant zu sehen, wie unser Gehirn reagiert auf diese verschiedene Art von Lyrik und ob es versteht doch alles Lyrik ist oder nicht. Vielleicht narrative Gedichte verarbeitet es ein bisschen wie Romane oder ich weiß nicht, so etwas. Aber ja, ich bin auch tatsächlich die Mensch, die Romane nicht lesen kann. Ich weiß nicht, also ich kann Sachbücher lesen, ich kann Philosophie lesen, ich kann Gedichte lesen, aber mit Romanen geht es einfach nicht. Für lange Zeit habe ich das versucht zu erklären und ich weiß, ich bin eine Neurotikerin. Ja, ich verbinde das auch mit irgendwelcher persönliche, psychische und Strukturen, vielleicht auch kognitiven Strukturen, die ich habe und die mich nicht wirklich erlauben, sozusagen einen Roman zu lesen. Dazu sollte man noch mehr Forschung machen. Habe ich gleich noch Lust auf eine Studie, wenn ich das höre. Ich wollte nochmal zu dem Moment zurück, als du vorhin gesagt hast, ganz am Anfang, dass die Leute eigentlich erwarten, dass du einen Roman schreibst. Ich hatte nämlich auch immer so den Eindruck, dass man die Lyrik so wegschiebt und irgendwie sagt, das ist für Verliebte, das ist eine Weltflucht. Und du hast in deinem Essay die Verteidigung der Poesie in Zeiten des andauernden Exils auch so einen Moment beschrieben, wo du im Sommer 2020 ein Interview gegeben hast zu einem Gedichtband von dir. Und das Interview ist dann abgelehnt worden mit den Worten, es sei jetzt keine Zeit für Poesie. Und da wollte ich nochmal nachhaken. Wofür würdest du die Poesie gern verteidigen wollen, weil du das Essay auch so genannt hast? Und was hat es mit dir gemacht, als man gesagt hat, es ist jetzt keine Zeit für Poesie? Ja, das war sehr heftig und zwar, weil, also das habe ich gehört, nicht von den offiziellen sozusagen Strukturen, ja, das war unabhängiger Medien und deshalb, das war für mich ein bisschen überraschend oder sogar schockierend, weil ich habe nie gedacht, dass für die Menschen, die für Kultur und auch Literatur dastehen, so etwas sagen können. Und dann habe ich verstanden, dass es herrscht noch diese Widerstereotypen über Poesie, dass Poesie ist etwas Dekoratives, das ist etwas Ornamentales, also nur für Spaß vielleicht oder für, wie du gesagt hast, für Verliebte oder eine Romantik oder so. Und ja, das war so falsch für mich. Und dann, ich habe gedacht, okay, ich soll diese Gedanken zusammenstellen und darüber schreiben, weil auch für mich als Linguistin, das war sehr wichtig zu zeigen, was macht auch nicht nur Lyrik, sondern auch die Sprache mit uns Menschen und warum diese oder solche Dinge passieren überhaupt können. Die andere Sache, also neulich war ich auch, nahm ich teil an einer Konferenz in Potsdam über Krieg und Lyrik und ich habe einen Vortrag vorbereitet und ich habe auch darüber gedacht, das ist interessant, weil so oft Schriftstellerinnen, Lyrikerinnen bekommen wir diese Frage, was kann Poesie oder was kann Gedicht gegen diese schreckliche Situationen, die wir haben, gegen Diktatoren, gegen Revolutionen, gegen Kriege, was kann Poesie? Und dann, ich denke, mein Gott, also niemand fragt, was kann Mathematik oder Ornithologie oder Brotbäckerei gegen Krieg? Also, und das sagt mir, dass Menschen noch denken oder haben, ich weiß nicht, höhere Erwartungen von Literatur oder Poesie, dass sie denken vielleicht, dass, ja doch, wenn es die schwierigen Zeiten kommen, wenden wir zur Literatur und suchen wir bewusst und unbewusst unsere Antworten dort. Und ja, ich finde es toll. Aber dann würde ich dann sagen, es wäre auch schön, wenn mehr auch Finanzierung für diesen Bereich wir auch hätten. Ja, also wenn wir so eine große Verantwortung vor Gesellschaft haben, dann bitte, liebe Gesellschaft, finanziere uns das auch, sodass wir, wie dieser Militärbereich, ich meine, sie bekommen wahrscheinlich mehr Budgets, Geld als Kultur und Literatur und das ist nicht,
das klingt nicht wie eine Gerechtigkeit für mich. Vielleicht ganz, ganz nett dazu, ich habe gerade am Wochenende bei der Internationale Konferenz der Gesellschaft für empirische Literaturwissenschaft und hat einer der Kollegen, die schon immer gefühlt in diesem Feld sind und da viel gemacht haben, Willi van Peer, den schönen Satz gesagt, Poetry is both cheaper and more effective than antidepressants. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich ganz, oder ob man das tatsächlich empirisch nachprüfen kann. Aber ich fand, das war der Satz der Konferenz für mich, weil ich mir gedacht habe, es stimmt. Also sozusagen die Wirkmacht auf das Individuum ist immens. Und das Ansehen, was sozusagen Lyrik genießt im Verhältnis dazu, ist erstaunlich gering. Weil du gerade auch gesagt hast, dass man in diesen Kriegs- und Krisenzeiten dann besonders wieder auf Lyrik zukommt, da habe ich gerade gedacht, das liegt vielleicht auch daran, dass Lyrik so ein bisschen dann so ist, wie man sich selbst fühlt, so ein bisschen fragmentiert und in Kürze so Momente einfangen kann. Was hast du denn selbst als Antwort auf diese Frage gefunden, Volja, als man dich das gefragt hat? Ja, ich glaube, die Frage habe ich, die Antwort. Ich glaube, dass vielleicht ein bisschen Hannah Arendt hat mich damit geholfen, diese Antwort zu bekommen. Weil zum Beispiel, als sie über Totalitarismus und Tyrannei schreibt, erwähnt sie zwei wichtige Sachen dabei. Und das ist Isolation und Vereinsamung. Und das ist, was diese, also nicht demokratische Regime machen mit Menschen. Also sie versuchen, dich in diese Isolation zu bringen und so dass und deine Privatsphäre, also nicht nur gesellschaftliche, zu zerstören, so dass du dich sehr einsam und sehr isoliert fühlst. Und genau Literatur und genau Poesie machen das Gegenteil. Sie zeigen dir, also wenn ich ein Gedicht lese, ich fühle sofort diese Verbindung mit anderen Menschen, mit der Autorin, mit der Natur oder mit was in Gedicht dort die Rede ist, der Kraft von Poesie und für Literatur insgesamt. Das bewährt und das schützt uns von dieser Isolation voneinander und diese Trennung und dieses Gefühl von Einsamkeit. Was sagt denn die Wissenschaft? Wie mächtig ist Lyrik, gerade auch durch, ich sag mal, Metaphern und Rhythmen und sowas, dass da nochmal besonders drin ist im Vergleich zu einem gewöhnlichen Text? Also ich glaube, das eine ist tatsächlich der Punkt, den Volja gerade gebracht hat, dieses Gefühl, nicht isoliert zu sein, nicht alleine zu sein mit einer Erfahrung und das gepaart mit dem Eigenartigen, mit der eigenartigen Macht der Lyrik den Eindruck zu geben in dem Moment der Lektüre, dass es um einen selbst geht. Also ganz häufig hat man das ja, ne? Man liest ein Gedicht, man hört ein Gedicht und man denkt, es geht um mich. Und gleichzeitig trotzdem bin ich nicht allein. Also diese Mischung sozusagen des Gesehenwerdens, der eigenen Erfahrung, dadurch, dass man einerseits teilt und andererseits das Gefühl hat, das ist auf mich zugeschnitten. Meine Erfahrung wird hier quasi möglich gemacht, quasi durch dieses Gedicht. Das ist, glaube ich, extrem mächtig. Man kann natürlich rein vom wissenschaftlichen Standpunkt noch einiges sagen über tatsächliche Formmerkmale von Lyrik. Dazu gehört die Versstruktur, dazu gehören Metren, dazu gehört zu einem gewissen Grad Reim natürlich auch andere Arten von phonologischen Merkmalen. Tatsächlich stellen wir immer wieder fest in Lyrikstudien, dass wir eine Diskrepanz haben, wenn die Leute sowas lesen. Sie finden es einerseits weniger verständlich als einen typischen Prosatext, aber andererseits überzeugender. Die Mischung finde ich großartig, dass sie eigentlich weniger verstanden haben und können es nachher nicht zusammenfassen, aber sie sind davon überzeugt, dass, also finden es wirklich überzeugender. Und das ist wunderbar. Das zeigt, was es für eine Kraft hat eigentlich, ne? Es ist tatsächlich für die Leute flüssiger zu lesen als phonologischer Input sozusagen, als Geräusch, wenn man so will, aber inhaltlich tatsächlich zu verarbeiten etwas schwieriger, was die Leute dann auch interessant finden, also sozusagen diese Weichheit des Sprachlichen verbunden mit der Komplexität des Inhalts. Wir merken auch, die Leute lesen langsamer. Also sobald sie merken, es handelt sich um Lyrik, man kann das ja auch in so Studien oft ein bisschen manipulieren, merkt man, wie sie bremsen und sich Zeit lassen für den Inhalt, für das Angebot. Das heißt, sie setzen sich anders mit Sprache auseinander, als man das in einem Roman hat zum Beispiel oder auch in einem anderen Prosatext.
diese offensichtlich intrinsische Annahme von tieferer Bedeutung und dann natürlich Metaphern und derlei. Das sind natürlich, diese Tropen haben natürlich einen ganz, ganz starken Einfluss, weil sie ganz häufig Formen des uneigentlichen Sprechens sind. Das heißt, da steckt eine doppelte Bedeutung drin. Das, was sie buchstäblich sagen und das, was sie im übertragenen Sinne sagen. Und das Gehirn verarbeitet beides. Das ist das Faszinierende. Also selbst im Alltag, ne, wenn Sie eine ganz simple Metapher haben, wie auf die Tube drücken beispielsweise, dann haben Sie einerseits tatsächlich, natürlich verarbeitet Ihr Gehirn die übertragene Bedeutung, es geht jetzt mal schneller, aber gleichzeitig haben Sie zum Beispiel Motoraktivität im Gehirn, weil Sie dieses Bild des Drückens quasi in Ihrem Gehirn ebenfalls verarbeitet wird. Das heißt, das ist eine hohe Anschaulichkeit sozusagen, die Ihr Körper quasi mitlebt und bei Metaphern. Das ist natürlich ein Effekt. Dann gibt es natürlich Lyrik, hat Musikeffekte, Harmonieeffekte, die manchmal sehr nah sind an der Verarbeitung von musikalischen Eindrücken. Da steht auch noch einiges an Forschung an. Aber ja, das heißt, es sind ganz, ganz viele Nuancen, die dazu führen, dass wir Lyrik ein bisschen anders lesen als andere Texte. Und auch mir selber als Leserin fällt es dann manchmal auf. Also ich lese tatsächlich auch sehr gern Romane, aber ich merke oft, dass ich mich viel weniger einlasse auf den Text und auf den individuellen Satz, auf die individuelle Sprache, weil ich sozusagen, ich kann es einfach, ich sag mal, normaler durchlesen. Ich würde nie ein Gedicht verschlingen in dem Sinne, wie ich einen Roman verschlinge. Aber das hat natürlich auch große Stärken für die Art des Lyriklesens, weil dieses absichtliche, oder vielleicht ist es nicht mal absichtlich, vielleicht ist es tatsächlich einfach, es passiert einfach, dieses Entschleunigen führt natürlich zu einer völlig anderen Beschäftigung mit dem einzelnen Gedanken und mit der einzelnen sprachlichen Wendung und ihrem Effekt auf mich. Die Bilder, die dann bei uns im Kopf entstehen oder auch im Fall des Romans ja dann ganze Welten, die wir uns da zusammenbauen, ist das für uns nicht irgendwie eine super anstrengende Gehirnleistung? Also generell kann man sagen, ja, Literatur ist kognitiv extrem voraussetzungsreich, egal ob Roman oder Lyrik, die arbeiten auf unterschiedliche Weise, aber sie sind extrem voraussetzungsreich. Und man kann, natürlich gibt es da irgendwie so ein gewisses Maß der Erschöpfung, also wo es dann wirklich anstrengend wird. Idealerweise erwischt man wie bei allen herausfordernden Dingen im Leben sozusagen den Sweet Spot. Es darf nicht zu leicht sein, sonst wird es unserem Gehirn langweilig, und es darf nicht zu schwer sein, weil sonst wird unser Gehirn irgendwann überfordert. Und in beiden Fällen lässt das Interesse nach. Das ist so ein klassisches Modell, was wir zum Beispiel auch aus der Flow-Forschung kennen. Also ich kann nicht in den Flow, wenn ich überfordert bin, ich kann nicht in den Flow, wenn ich unterfordert bin, beides stört. Auf der anderen Seite, obwohl wir erschöpft sein können von dieser kognitiv voraussetzungsreichen Gehirnarbeit, wenn man so will, gibt sie uns natürlich auch Energie, wenn wir den richtigen Punkt sozusagen erwischen, wo es nicht zu voraussetzungsreich ist oder nicht zu wenig voraussetzungsreich. Das heißt, ganz häufig kann man sagen, ja, man ist irgendwie davon ermüdet, aber man ist gleichzeitig intellektuell, kriegt man quasi so einen neuen Energieschub, kriegt man einen Wunsch, weiterzudenken, weiterzulesen, selber was dazuzugeben. Das ist ein interessanter Effekt von kognitiver Anstrengung, der jetzt zum Beispiel nicht entspricht dem, was wir haben, wenn wir jetzt irgendwie, keine Ahnung, komplexe Rechnungen durchführen würden den ganzen Tag. Zu der Frage, wie viel fügen wir hinzu? Sehr viel. Also es steht tatsächlich nicht alles, was wir aus Literatur machen, im Text. Daher natürlich auch das Gefühl, es geht hier um mich beispielsweise. Oder ja, dieser Text beschreibt ja genau das, was mein Leben ist. Das ist natürlich eine Reflexion unserer Anreicherungen. Also wir können gar nichts dagegen machen, dass wir alles, was wir sonst so wissen, alles, womit wir assoziieren, verknüpfen mit dem, was wir lesen. Und zudem besteht natürlich sowieso die Frage, was dann Text ist. Also ich würde sagen, das Artefakt, die Zeichen auf dem Papier sind ja im streng genommen nicht der Text, sondern der Text ist das, was im individuellen Gehirn entsteht, also wenn es gelesen oder geschrieben wird. Also in dem Moment wird ja Literatur realisiert, indem es bei jemandem ist, bei der Person, die schreibt, bei der Person, die liest. Und natürlich ist es darum geprägt von all dem, was dieses jeweilige Gehirn bisher so speichert und davon, woran es interessiert ist und worauf es achtet. Deshalb kann uns ja der gleiche Text in unterschiedlichen Lebensphasen so unterschiedliche Facetten zeigen. Ich nehme mal ein Beispiel, was weit weg von Lyrik ist und ganz einfach ein Kinderbuchbeispiel. Pippi Langstrumpf. Als Kind habe ich Pippi Langstrumpf gelesen, habe ich die Tapferkeit von diesem Kind gesehen und die Kraft und die Lebensfreude der Protagonistin. Wenn ich das heute lese als Erwachsene und als Mutter, sehe ich ein einsames Kind, das nachts in seinem leeren Haus singt, damit es nicht so still ist und sich freut, wenn Einbrecher kommen, weil es dann nicht mehr allein ist. Also da sieht man, dass der gleiche, ist natürlich in dem Sinne der gleiche Text, dass es die gleichen Zeichen sind, aber mein Gehirn macht natürlich eine ganz andere Geschichte daraus. Und das ist bei Lyrik oft ganz, ganz, ganz stark, weil es ja oft assoziative Cues gibt, also einem Eindrücke gibt, einem Möglichkeiten gibt. Ein Gedicht ist ja das Faszinierende an Gedichten, ist ja, dass es sozusagen eigentlich eine Box an Möglichkeiten ist.
für das lesende oder schreibende Gehirn. Und das ist natürlich, das ist eine Ansicht, die ist jetzt nicht neu aus der empirischen Literaturwissenschaft, sondern das finden Sie auch schon bei Linguisten aus dem vorvergangenen Jahrhundert. Also ne, das ist sozusagen ein Text, wie Hermann Pause schön sagt, ein Text ohne, der nicht Sprache ohne denkendes Gehirn ist eine Abstraktion ohne jede Realität sozusagen. Und das gilt natürlich auch ganz stark für Literatur. Wenn ich jetzt mal so Richtung Volja schaue, diese Welten im Kopf entstehen zu lassen, das hat man ja nicht nur beim Lesen, sondern irgendwo auch beim Schreiben. Zumindest kenne ich das von mir so. Wie ist das bei dir und was ist vielleicht für dich auch der schönste Moment beim Schreiben? Ja, ich glaube, der schönste Moment beim Schreiben, beim Gedichtschreiben besonders, ist diese Stille. Mir ist aufgefallen, dass es ein Motiv gibt, das bei dir immer wieder auftaucht, nämlich die Natur. Und es gibt da ein Gedicht, das ich unheimlich schön fand, dieses bei der Frage, wie viele Sprachen ich beherrsche, dieses Gedicht. Ich weiß nicht, ob du es kurz vorlesen magst oder ob ich es beschreiben soll. Ja, gerne. Bei der Frage, wie viele Sprachen ich beherrsche, fühle ich mich unbehaglich genug. Egal, wie viel man weiß, es scheint, dass ich die wichtigsten noch nicht kenne. Wie schön wäre es, ein Lehrbuch in Spinnensprache zu finden, in der Sprache der Libellen, der Steine und schwarzen Seetaucher, der Sprache der Fahrräder und des Schilfs, der Sprache von Licht und Schatten, der Sprache von Konfitüre verschmiert auf dem Teller und der Sprache des Staubs. Dann würde ich anfangen zu sprechen und vielleicht würde ich sogar etwas übersetzen. Aus dem Lavendel in die Hummel, aus dem See in die Ziegel. Dankeschön. Ich kann gar nicht sagen, was mich an dem Gedicht so verzaubert hat. Vielleicht, dass die Natur wie eine Sprache funktioniert. Also diesen Gedanken fand ich sehr schön. Was ist es denn bei dir? Was fasziniert dich an Käfern, Hummeln oder auch den Vogel, der vom Ast fliegt, den wir am Anfang hatten? Und hilft dir das Schreiben vielleicht auch, die Natur anders wahrzunehmen? Ja, ich glaube, dass ich als Kind war, ich habe viel Zeit in der Natur verbracht oder mit der Natur verbracht. Ich glaube, ich war ein ganz einsames Kind und hat viel Zeit allein verbracht. Und ich glaube, das hängt auch davon, dass ich die Erwachsenen oder die Menschen nicht wirklich vertrauen könnte oder lernte. Und deshalb Natur war für mich wie eine Rettung, weil ich wusste, dass die Natur verrät mich nicht und ich kann sie vertrauen. Und dann schon als Erwachsene habe ich mir neu Natur entdeckt, als ich japanische Lyrik für mich entdeckt habe und seine Haikus gearbeitet habe und übersetzt habe. Und dann habe ich für mich diese neue Welt von Natur entdeckt, also kleine Wesen, weil Kobayashi Isa schrieb ganz viele Haikus, besonders über kleine Wesen wie ja, sogar Läuse oder Mücken oder ja, Fliegen. Man kann sehen, diese besondere Empathie, die er für diese kleine Wesen hat, was nicht immer ein Fall ist. Ich meine, nicht so viele Menschen lieben Mücken oder haben Mitleid mit Fliegen. Und genau durch seine Poesie habe ich das auch gelernt. Um mal wieder einen Blick vom Schreiben in Richtung Forschung zu werfen. Ich vermute, dass es bei so einem jungen Forschungsfeld auch noch ganz viele Rätsel zu lösen gibt über das Schreiben, das Lesen. Woran wird denn aktuell viel geforscht? Also Sie hatten vorhin ja schon so den Bereich mit den Persönlichkeitstypen angesprochen. Was sind denn noch so Forschungsbereiche, die gerade so auftauchen? Also es gibt relativ viel Forschung, also gerade wenn wir jetzt an Lyrik denken, zu lyrischen Formen, zu Versstrukturen, zu wie schnell Menschen erkennen, dass es sich um ein Gedicht handelt versus dass es sich beispielsweise um einen Prosatext handelt, wie schnell sie auch merken, dass es sich um Literatur handelt, dann so spezifische Dinge wie Metren, Reim, Schemata und wer und die gerne mag und wie die verarbeitet werden. Es gibt einen großen Bereich zur Medialität, also konkret E-Reading versus Audiobook versus das klassische analoge Buch.
was natürlich auch in die Richtung von Materialität des Lesens geht. Also muss ich haptisch mein Buch spüren, welche Rolle spielt Umblättern, wie steht das im Verhältnis zum E-Reader, wo ich irgendwo klicke und so weiter. Dann gibt es ein sehr großes Feld zu Fragen von Absorption und Transportation, also dieses von Literatur in eine andere Welt versetzt werden und der Genreabhängigkeit. Also früher ging man erstmal davon aus, es wäre so das klassische Feld des Narrativs, des längeren Narrativs. Und inzwischen sieht man aber, das muss nicht so sein. Also das kann tatsächlich schon ein Gedicht, abhängig in Abhängigkeit von Leserin oder Leser. Also das ist ein großes Feld. Und dann gibt es ein sehr großes Feld zu der Frage von moralischen Vorteilen von Lesen. Sozusagen. Also wie wird man quasi, also salopp gesagt, macht einen das Lesen zum besseren Menschen. Und da steckt natürlich ein gewisses Interesse der Forschung dahinter, die natürlich gerne die Antwort hätten, ja, das macht uns zu besseren Menschen. Und dann fallen einem natürlich immer wieder üble Beispiele von Leuten ein, die offensichtlich gerne gelesen haben und gerne Literatur mochten und nicht so großartige Menschen waren. Joseph Goebbels fällt einem ein als so das Horrorbeispiel. Aber ja, das ist ein großes Forschungsfeld, also sozusagen, also was für Vorteile bringt das und was macht es mit dem Menschen? Einerseits moralische Verbesserung, aber andererseits auch tatsächlich Lebensfreude, stärkere Resilienz, bessere Möglichkeiten des Umgangs mit dem Alltag. Das sind so ganz, ganz große Felder. Und dann gibt es ein Feld, das klingt aufs Erste ein bisschen langweiliger, ist aber tatsächlich, glaube ich, sehr wichtig, weil wir dazu noch so wenig wissen, nämlich wer liest eigentlich? Wer liest? Was lesen die Leute? Und warum wählen sie die Literatur, die sie lesen? Das meiste, was wir bisher darüber wissen, ist tatsächlich aus dem Bereich des Buchhandels. Das heißt, wir haben relativ gute Vorstellungen davon, wer was kauft. Aber das heißt natürlich noch nicht, dass wir wissen, wer was liest und warum. Dieses macht Literatur uns zum besseren Menschen, da würde ich ganz gern noch kurz einhaken. Ich hatte nämlich die Idee zum dem Podcast, als ich auf Instagram was gelesen habe, tatsächlich bei dir, Volja, du hattest mal gepostet, A poem a day keeps violence away. Das ist natürlich ein sehr schlagfertiger Satz. Trotzdem würde mich so interessieren, könnte theoretisch ein Gedicht, wenn man es jeden Tag ein Gedicht lesen würde, uns zu einer wärmeren Gesellschaft hinbewegen oder ist das völlig utopisch? Gerne als Frage an euch beide. Ja, ich glaube, das ist nicht so einfach oder nicht so eindeutig. Ja, also Poesie macht bestimmt etwas, aber das kann nicht diese Panacee sein. Also wenn du selbst nicht ein guter Mensch bist, dann vielleicht hilft Lyrik nicht wirklich. Ich weiß nicht. Ja, und diese Frage, also das ist wirklich sehr relevant, was auch Christina jetzt erwähnt habe und warum ist es so wichtig, weil ich habe neulich ein Buch von Eric Kandel gelesen, also dieser Neurowissenschaftler, und sein Buch über Gedächtnis in Search of Memory. Und er als Kind sollte mit seiner Familie, er war ein Jude aus Wien, oder wie sagt man, aus dem Wien emigrieren 1939, weil das war gefährlich, dort zu bleiben. Und dann er stellt diese Frage, die für mich sehr wichtig klingt als Autorin oder Künstlerin. Er fragt zum Beispiel, warum haben sich die kulturellen Werte der Wienerinnen und Wiener so radikal von ihren moralischen Werten entfernt? Und für mich als Autorin und ich glaube für Christine als Forscherin, das ist interessant. Woran liegt diese Verbindung und warum funktioniert bei einigen das nicht? Und leider, er kommt zu irgendwelchen Schlussfolgerungen, die ein bisschen pessimistisch für mich klingen. Ja, er sagt, dass die Qualität der Kultur einer Gesellschaft kann kein zuverlässiger Indikator für die Achtung des menschlichen Lebens sein. Und die Kultur ist einfach nicht in der Lage, die Menschen von ihren Neigungen zu befreien und ihre Denkweise zu verändern. Der Drang, Menschen zu vernichten, die nicht zur eigenen Gruppe gehören, kann angeboren sein und in fast jeder zusammenhaltenden Gruppe geweckt werden. Also das klingt nicht so optimistisch für uns, wie Kulturschaffende, aber anders als aus diesem Zitat können wir etwas auch für uns nehmen, und das zwar, dass, wie können wir mit diesen Gruppen arbeiten oder diese Konstrukten von Gruppen. Und dann, ich glaube dann, das ist wichtig zu zeigen, dass wir als Menschen mehr in gemeinsam haben, no matter, ob wir zu dieser Gruppe gehören oder nicht, als das, was uns getrennt. Und vielleicht wird das auch durch Literatur viel besser,
diese Idee verbreitet könnten, weil wenn wir lesen, dass zum Beispiel auch in Japan die Menschen fühlen so wie wir, in Griechenland, in Indonesien, in Irak und so weiter und so fort, sie haben dieselbe Gefühle oder was sie denken, auch was mir sehr nahe liegt, dann hilft uns ja mit dieser Gruppe nicht so stark verbunden zu sein und zu verstehen, dass andere Gruppen auch nicht gefährlich sind und sie sind auch Menschen. Ja, und dafür glaube ich, Lyrik und Poesie und Literatur kann uns bei dieser Sache helfen. Ja, ich denke, ich würde das voll und ganz unterstreichen. Also wissenschaftlich wissen wir dazu tatsächlich relativ wenig, weil es so schwer ist, sowas zu kontrollieren empirisch. Ne? Also ein Leben besteht aus unendlich vielen Faktoren und dann zu sagen, Literatur war das, was dazu geführt hat, das ist sehr schwer. Aber ich glaube grundsätzlich klar, also ich meine, ich habe Goebbels genannt und es gibt natürlich immer irgendwie die Ausreißer, bei denen man sagt, da hätte wahrscheinlich nichts viel geholfen. Ne? Also das Lamento aus Ansatz der Vater eines Mörders, ne, hilft Humanismus dann gegen gar nichts oder schützt Humanismus dann vor gar nichts. Aber ich glaube, dass für die große Menge der Menschen sozusagen Interaktion mit Literatur auf jeden Fall nicht, oder eigentlich für beinahe niemanden, die Interaktion mit Literatur schädlich sein kann. Und ich glaube, dass es bei vielen eben, na, wie Wolja gerade gesagt hat, dieses Bewusstsein für andere Menschen, wie die leben, dass sie ähnlich fühlen wie ich, dass ähnliche, also unterschiedliche Erfahrungen zu ähnlichen Gefühlen und ähnlichen situativen Zuständen führen können. Ich glaube, dass das auf jeden Fall wichtig ist. Ich glaube, dass es tatsächlich auch wichtig ist, möglicherweise in der ästhetischen Erziehung des Menschen, also tatsächlich schon bei Kindern, bei Jugendlichen, dass man sozusagen sich aussetzt diesen anderen Erfahrungen und den eigenen Erfahrungen, die man damit macht, wenn man das liest. Ich glaube, dass das schon einen positiven Einfluss haben könnte. Ich meine, ich denke, es hängt natürlich auch immer davon ab, was man liest. Also was vermutlich, könnte ich mir vorstellen, weniger hilfreich ist, ist sozusagen der klassische Literaturkalender, wo man jeden Tag einen Zettel abreißt und da ist ein Gedicht. Ich glaube natürlich, dass die Gedichte den größten Einfluss auf uns haben, die uns im richtigen Moment erwischen, die Sachen sind, die wir haben, die wir lesen wollen, die uns interessieren und so weiter. Also ich denke, dass es da schon auf jeden Fall einen positiven Einfluss haben könnte. Ich habe auch noch an was anderes gedacht, also gerade wenn man an Zeiten der Unterdrückung denkt. Ich habe gesagt, Goebbels zum Beispiel mochte ja auch ganz gerne Literatur. Er hat sich aber gleichzeitig auch große Mühe gegeben, bestimmte Literatur nicht lesbar zu machen, zu verbieten, aus dem öffentlichen Bewusstsein zu rücken. Das heißt, es gibt ja schon immer diese Vorstellung, gerade auch zum Beispiel in totalitären Regimen, dass es, dass Literatur etwas auslösen kann in den Leserinnen und Lesern, was es lieber nicht sollte, dass es lieber nicht gelesen werden sollte. Das deutet ja hin auf eine sehr, sehr große Macht von Literatur. Auf eine Fertigkeit von Literatur, den Mut zu machen, sich möglicherweise aufzulehnen, bestimmte Zustände nicht zu akzeptieren, einen Status quo nicht zu akzeptieren. Und umgekehrt haben ja Menschen unter den widrigsten Umständen, auch wenn es verboten war, auch wenn es mit persönlichen Risiken verbunden war, durchaus sich große Mühe gemacht, weiterzuschreiben, zu denken, zu dichten gerade und die Erzeugnisse davon dann auch tatsächlich unter die Leute zu bringen, zu verbreiten und so weiter, trotz persönlicher Risiken. Und das deutet für mich doch sehr darauf hin, dass die Macht dieses geschriebenen Wortes, gerade in Form eines Gedichts, möglicherweise größer ist, als wir so quantifizieren könnten als Wissenschaftler. Und zum Schluss vielleicht noch das Gegenteil vom lieber nicht zu lesen. Gab es mal ein Buch oder Gedicht, das ihr gelesen habt, wo ihr am Ende gesagt habt, oh, das war gut, dass ich das gelesen habe, das vielleicht so ein bisschen auch eure Sicht auf die Welt verändert hat? Ja, öfters, ehrlich gesagt. Und das ist mir schon auch oft bei Lyrik passiert. Also ich habe ganz am Anfang habe ich mal von Rilkes Duineser Elegien erwähnt, die mir irgendwie für mich unglaublich interessant darin waren, den Weg in der eigenen Existenz zu finden, wenn man so will. Da gibt es diese wunderbare Stelle, wo es über die Welt heißt und über die Menschen uns überfüllt, wir ordnen es, es zerfällt, wir ordnen es wieder und zerfallen selbst. Das sind so Zeilen, über die ich irgendwie oft nachgedacht habe und in der ich oft die Spuren der eigenen Existenz gesehen habe. Dieses suggerierte, ewig zyklische fand ich irgendwie in dieser lakonischen Direktheit als unendlich beruhigend. Und das war für mich wirklich so ein Moment, wo ich das gelesen habe, wo ich das Gefühl habe, das ist jetzt nicht mehr wie vorher. Es gibt andere Gedichte, bei denen auch solche Beispiele waren. Das ist sozusagen ein solches Beispiel. Und ja, das ist dieser Effekt, wo man das Gefühl hat, ich habe das einmal gelesen und jetzt ist alles anders als vorher. Ne? Wie Dorothy beim Zauberer von Oz in dieser Verfilmung in Oz landet und plötzlich ist die ganze Welt in Technicolor. So ähnlich ist dieser Effekt. Manchmal finde ich, wenn man so eine Zeile irgendwo in einem Gedicht liest, ich denke, das ist es, jetzt ist es gefasst für mich, jetzt ist es
anders als zuvor. Ihr beiden, wir haben unsere Zeit jetzt auch schon gut gefüllt. Ich danke euch, dass ihr da wart und mit mir meinen tatsächlich ersten Podcast gemacht habt. Toll, das ist große Ehre. Ich wollte gerade sagen, wir fühlen uns wirklich geehrt. Toll. Dankeschön. Wenn ein Vogel fortfliegt von einem Ast, bewegt sich der Ast noch eine Minute als Erinnerung an sein Dasein. Wenn ein Vogel von einem Ast fliegt, bleibt die Bewegung.